Spieltest von Stickwar Legacy. Ich habe das früher mal als Kind auf dem Computer gespielt. Das war auf einer Internetseite. Und jetzt haben die es als App rausgebracht. Also ich bin ein bisschen gehypt drauf. Ja, ich würde mal sagen, wir fangen direkt an. Spielen. Oh. Klassik, Kampagne, Turnier, Modus, Endlos, Tode. Ich würde sagen, wir machen erstmal Klassik. Normal. Stickwar Legacy. Früher hieß es nur Stickwar. War eines der beliebtesten Sachen. You are surrounded by discriminate nations devoted to their individual technology and struggle for dominance. Ja, ich werde das nicht vorlesen. Each society has developed its own unique war. Proud of their unique craft, they have become obsessed to the point of worship, turning weapons to religion. Okay. Religion. Each believe that their way of life is the only way and are dedicated to teaching their policies to all other nations through what their leaders claim as divine intervention, or as you will know it, war. Okay. Krieg, ja. The others are known as Archidons, the way of the Archer, Sword Wrath, the way of Schwertkämpfer, the sword, Magi Kill, the way Magier. Of the mage, and Spearten, the way Römer? Of the spear. Keine Ahnung, ob das Römer sind. Sehen ein bisschen so aus. You are the leader of the nation called Ordor. Your way is of peace and knowledge. Your people okay. Do not worship their weapons as gods. This makes you a mark for infiltration by the surrounding nations. Hey, your only chance to defend der hat den einfach platt gemacht. First, and obtain the technology from each nation along the way. Ja, macht sie platt. Macht sie alle platt einfach. Ja. Okay. Ein ziemlich langes Intro, muss ich sagen, aber cool. Sieht cool aus. Ich stelle mal kurz ein bisschen lauter. So. Der Krieg beginnt. Die Archidons behaupten, sie hätten Pfeile, die genauso fliegen, dass sie fallen, bevor sie jemals die Chance hatten zu stehen. Okay. Zerstöre die Archidon-Statue. Bilde einen Bergarbeiter aus. Okay, so ein kleines Tutorial. Dauert ein bisschen. Tippe den Bergarbeiter an, um ihn zu steuern. Ah. Baue einen Beutel Gold mit dem Bergarbeiter ab. Ist das hier Gold? Ich glaub schon. Okay, ich glaube, ich hau zwar daneben, aber egal. Wähle den Bergarbeiter ab, indem du auf diesen Button tippst oder zweimal auf ihn selbst. Zweimal auf ihn selbst klappt nicht. Egal. Bilde zwei Keulenschwinger aus. Die Keulenschwinger werden ausgebildet und erscheinen in Kürze. Ja, da sind die beiden schon. Die haben so eine Keule mit Zacken dran. Angriff. Dazu muss ich das mal verschieben. So. Wische seitlich über den Bildschirm, um den Stützpunkt des Gegners zu sehen. Ah. Zerstöre die gegnerische Statue, um dir den Sieg zu holen. Aua, ich werde angeschossen. Ja, mach den platt. Ja, so geht das. Und... ja, einmal draufhauen noch. Dann los, mach die Statue kaputt.
Achtung, der Feind hat Verstärkung angefordert. Okay. Ja, ist keine starke... keine starke Verstärkung. Stecht sie alle ab. Ich liebe so eine Strategiespiele. Obwohl, naja, bis jetzt ist es keine große Strategie. Und da fällt die Statue. Victory. Die Archidons wurden aus ihrem Heimatland vertrieben und sind in die Berge geflohen. Oh, Chest Unlock Progress. Okay, man kann hier irgendwie eine Kiste bekommen. Verdopple deine Belohnung? Nee. Oh, was habe ich freigeschaltet? Archidon. Bewegung. Ziehen und loslassen zum Schießen. Okay. Und noch was? Ah. Castle Archer. Burg. Burgbogenschützen. Okay. Waffenlager. Kann ich die jetzt... Ja, ich glaube, ich kann die jetzt verbessern. Okay, was mache ich denn hier? 2 Gold pro Sekunde pro Stufe. 100% TP pro Stufe. Burgbogenschützen. Schwertzornhelm? Hä, hießen die nicht Keulenschwinger? Ach, keine Ahnung. Archidon-Köcher. 20% mehr Schaden. Ja, das mache ich einmal. Das klingt gut. Bergarbeiter. Nehme ich meine Kreuzhacke noch. So. Ah, und das ist die Map. Jetzt gehen wir zu den Schwertzorns. Ein Hinterhalt. Deine Armee wurde von den Ureinwohnern des Landes angegriffen. Verstärkung kommt bei Sonnenuntergang an. Halte bis dahin durch. Überlebe, bis die Sonne untergeht. Wir haben nicht viel Zeit. Errichte eine Verteidigung. Klicke hier, um dein Zauberinventar zu öffnen. Zaubere Goldrausch, um deine Wirtschaft einen schnellen Schub zu verpassen. Ah, die arbeiten dann schneller. Okay. Oh nein, sieht so aus, als hätte der Überfall begonnen. Tippe hier, um deine Einheiten zu stationieren, um die Burg Archidons zu deinem Schutz zu rufen. Man the fort. Okay, das sind... Oh! Die haben aber eine riesengroße Reichweite. Und die schießen Feuerpfeile. Können das meine normalen Bogenschützen auch? Ich weiß es nicht. Wir haben diesen Ansturm überlebt. Tippe auf Verteidigen, damit unsere Bergarbeiter wieder raus können. Defend. Du sammelst da einen ganz schönen Haufen Gold an. Denk daran, Einheiten auszubilden. Oh, 900 Gold, das sieht man hier oben. Und 4 von 40 Personen. Also maximal 40 Personen kann man haben. Manchmal 4. Und die Archidons, die sind teurer. Oh. Oh nein. Da kommen schon die nächsten. Gut, ihr seid schon da. Macht sie Platz. Los. Haut alle drauf. Ah, mein erster Bogenschütze ist auch schon da. Der hier hat kaum Leben. Oh, jetzt steuere ich den. Das wollte ich nicht. Ich finde, die Musik ist cool. Oh, da ist schon einer von uns drauf gegangen. Mach ich mal gleich einen. Die Sonne bewegt sich auch nach unten. Okay. Da kommen wieder 2. Ich mach mal ein paar mehr. Ich glaube, die stellen sich immer so zu
vierte in eine Reihe auf. Warum gucken jetzt die Bogenschützen in die falsche Richtung? Muss ich das verstehen? Ach, keine Ahnung. Oh, das sind eine Menge. Das sind 5 Stück jetzt. Macht sie alle kaputt. Oh, da ist noch einer von uns draufgegangen. Oh, die Sonne geht unter. Yay, sie freuen sich. Du hast standgehalten und der Überfall ist fehlgeschlagen. Wir können unseren Marsch auf die Schwertzorn jetzt fortsetzen. Oh. Das war's jetzt mit der Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann lasst mal ein Like da. Und wenn ihr mehr wollt, solltet ihr unbedingt rechts oben beim i bei der Abstimmung abstimmen. Wenn es genug Ja gibt, dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Und tschüss!